Ich habe gerade mal geguckt, was wir als nächstes machen müssen. Und ich habe auch mal geguckt, was ich noch alles machen kann, heute aufnehmen kann. Ich muss mich heranhalten für die alten Projekte. Folgendes, wir sind jetzt mit der 3-Mission durch, denn ich habe das Stauwehr noch nicht gemacht. Ich glaube, das wollte ich zum Abschluss machen, wenn die ganze Playlist fertig ist, weil die ist leider verbuggt. Das heißt, alle Durchläufe von Stauwehr werdet ihr dann später zusammen sehen. Ich habe ja ein Renderprogramm wieder. Normalerweise könnte ich das auch eine Multi-Edition machen. Also quasi das Stauwehr, alle drei Startpositionen in ein Video, so als kleines Special. Das wäre auch ziemlich geil. Auf jeden Fall, ja, endet quasi die Mission nie. Ihr könnt zwar diese Stauwehr, so heißt ja die Mission, zwar besiegen. Das Ding hat quasi eine interne Lebensanzeige, aber es passiert nichts. Die Mission wird nicht beendet. Das ist, glaube ich, ein Bug oder Glitch, weil ich bin mir sicher, dass ich mich früher daran erinnern konnte, dass die Mission offiziell beendet wurde. Da bin ich mir sicher. Wird sie nicht. Deswegen habe ich unter meinen Folgen gesehen, haben wir die ausgelassen und wir haben direkt mit der 2er-Mission gestartet. Und das ist die gute Fata Morgana auf Gotol, Kartengröße Mittel. Und ich freue mich, dass wir jetzt vom Turaner aus starten dürfen. Denn viele 2er-Maps sind gerade von der Startposition aus des Turaners übelst geil. Und als kleine Besonderheit habe ich mir gedacht, pass auf, wir machen Folgendes. Wenn das die Taste hier war, ich weiß es nicht mehr. Da. Ich würde sagen, wir nehmen die Goraten als Gegner. Als kleines Special so, weil das jetzt die letzten 2 Missionen sind. Wir haben als Golrate gespielt und dann fände ich es jetzt cool, wenn wir quasi gegen die Golraten spielen. Finde ich ganz geil. Habe ich jetzt permanent nicht gemacht, weil 3er, 4er, 5er Maps sind, also 5er Maps haben wir auch noch nicht. Muss ich mal gucken, wann ich die mache. Haben wir jetzt irgendwie immer mehrere Fraktionen, aber ich denke, in diesem direkten 1 gegen 1 ist es cool, wenn wir als Turaner, die ja auch quasi uns, der Ares, der Allianz, die Unterstützung gegeben haben bei manchen Missionen. Ihr kennt ja die Story, ihr habt sie ja gesehen. Finde ich es cool, wenn wir jetzt nochmal gegen die Golraten battlen. Wir haben mit den Golraten gekämpft, jetzt gegen die Golraten. Abfahrt! Ich weiß gar nicht, wie die Map genau ist. Ich muss mich erstmal wieder ein bisschen eingucken. Fata Morgana war diese Map. Panzer. Panzer, ich möchte nicht direkt OP-OP sein. Deswegen nehmen wir hier mal Panzer. Okay, die Map ist cool von der Seite. Ich spiele die zum ersten Mal von dieser Seite. Ich habe die 2er-Maps. Warte, Mario, lügt nicht. Habe ich die 2er-Maps schon mal von dieser Sichtweise gespielt? Ah, bestimmt. Aber okay, seien wir ehrlich. Also, ich kann mich. Sagen wir so, ich kann mich nicht dran erinnern. Sagen wir so, ich kann mich nicht dran erinnern. Ihr dürft ja nicht vergessen, wie alt das Spiel schon ist, ne? Also, sagen wir einfach. Ich weiß es nicht mehr. Es kann sein. Maybe, vielleicht. Ich bin mir nicht sicher. Aber wenn, dann ist es so lange her, dass ich mich nicht mehr dran erinnern kann. Ich denke, so kann ich, so erkläre ich nichts Falsches, so sage ich nichts Falsches. So bin ich safe. So, Panzer ist erforscht. Und jetzt ist die Frage: Welche Waffen? Ich denke, wir nehmen die Raketen, weil ich dann auf Walker eine Antwort hätte, auf Gleiter eine Antwort hätte und auf Panzer eine Antwort hätte. Das sind halt die Fabriken, mit denen er ankommen kann. Nehme ich die Flak und Kanone, hätte ich eine Antwort auf Gleiter, eine Antwort auf Panzer und eine Medium-Antwort auf Walker. Also wirklich nur eine Medium-Antwort, keine gute. Nehme ich Ion und Laser, habe ich eine gute Antwort gegen Walker, eine Medium-Antwort gegen Gleiter und eigentlich sogar eine schlechte Antwort gegen Panzer. Weil, das ist meine Meinung, ich finde Ionenwerfer nicht worth it gegen Panzer. Finde ich nicht. Brauchst du zu viel Schuss. Ist nicht gut. Aber da streiten sich die Geister. Nicht wahr? Da streiten sich die Geister. Jeder hat ja immer einen anderen Geschmack. Ihr auch, genau wie ich. Deswegen, vielleicht sagt ihr ja, Ionenwaffe, easy. Beste Waffe gegen Panzer baue ich immer. Klar, kann sein. Ah, weiß ich nicht. Ich finde nur, man braucht zu lange. Und wenn jetzt der Panzer eine Zwillingskanone oder eine Raketenbatterie hat, dann sagt euer Panzer, ja, scheiße. Warum habe ich denn jetzt den Ionenwerfer bekommen? Was machen denn meine Vorgesetzten da? Sind die denn beleppert? Was schicken die mir denn eine fucking Ionenwerfer auf meine fucking Haube, wenn ich da gegen Panzer ankämpfen muss? Als Panzer zum Beispiel. Ne? Also da, habt ihr Meinungsfreiheit. Ah, haut rein. Was ihr wollt. So. Ja, ich spiele gerade ziemlich offensiv. Also, ich habe jetzt direkt erstmal auf den Panzer gebaut und mache meine Base nicht schick, etc. Denn ich will gucken, ob der Golrate sich hier die Minenfelder nimmt. Genau, das wollte ich sehen. Und die nimmt er sich schon mal nicht. Und wir wollen jetzt erstmal 2 Panzer jeweils rausschicken mit, ne, beiden Arten der Raketen. Denn ich muss ja sehen, was der hat. Ich muss ja sehen, was der baut. Die Made. Na, die Obermade hier. So, deswegen verbessern wir auch erstmal den Panzer, bevor wir die Waffen verbessern. Weil ich gerne sehen wollen würde, was die Made denn. Achso, da wollte ich nicht hin. Weil ich sehen wollen würde, was die Made denn so hat. Ja, auf jeden Fall
eine sehr, sehr geile Zweier-Map, muss ich zugeben. Also eine 1 gegen 1 Map. Eine richtig coole, keine schlechte, ganz im Gegenteil. Es gibt natürlich noch die besseren Maps, aber die ist schon relativ geil. Am meisten freue ich mich auf die Lava-Map. Die ist einfach Porno. So. Und ich hoffe, dass wir irgendwann auch mal die Schweinebucht gebacken bekommen. Das wäre echt toll. Und er hat die Kleiderfabrik. Ja, nice. So, wir bauen hier weiter rein. Wir werden angegriffen. Und zwar hier. Das ist aber nicht so wild. Und jetzt wissen wir, dass wir quasi auf die Thermolenkraketen gehen. Und nicht... Oh, hier wurden wir auch angegriffen. Das sah sogar schon nach einem Gleiter aus. Ja, das war schon perfekt hier. Das heißt, ich kann jetzt die Raketenbatterie einfach in Ruhe lassen und wir gehen auf die Thermolenkraketen. Das war wichtig für mich. Diese Information habe ich geneedet. I needed. So. Der böse kleine Golrate. Normalerweise könnte man sagen, Mario, du könntest wieder der Golrate sein, so aggressiv wie du bist. Ja, maybe, aber ich bin's nicht. Ich bin's nicht und damit hat sich das, oder hat sich die Diskussion erledigt. Ich bin ganz lieb und nett diese Runde. So, Thermolenkraketen auf Stufe 2, Panzer Panther, wir erforschen nochmal hier das ganze Gebiet, das Gebirge. So, und dann können wir ein paar Panzer Panther produzieren. Ich kann ein paar Panzer Panther produzieren, möchtest du mal probieren? Ich weiß es nicht. Möchte ich? Ich weiß es nicht. Ja, das sounds good. So, da ist unser Panzer Panther auch schon wieder down. Und ja, wir werden natürlich noch hier die Gebiete einnehmen. Wir werden auch noch die Lenkraketen bauen. Wir werden auch noch Geschütztürme bauen. Also Thermolenkraketen, mittlere Geschütztürme. Aber erst einmal möchte ich ein paar Einheiten haben. Ja? Action hier. Action, Action, Action. Bisschen Map erkunden, bisschen die Stars. Ich habe, was ich jetzt gerade gemacht habe, war auch wieder ziemlich geil. Lob an mich selber. Und zwar bin ich... Ich habe jetzt direkt die Einheit produziert und habe ihn direkt aufgesucht. Was halt im 1 gegen 1 sehr wichtig ist. Das kann ich euch als Spieler, wenn ihr das wirklich online spielen wollt, echt empfehlen. Ihr baut ein Schieb Wiesel, erforscht aber generell erstmal eine starke Einheit. Ihr könntet sogar noch besser spielen, indem ihr wartet. Dann irgendwie... Ihr müsst halt das Timing... Das Timing ist halt eine Gefühlssache. Irgendwann denkt ihr so, okay, jetzt hat er eine große Fabrik. Und wenn er quasi diese große Fabrik hat... Wenn er diese große Fabrik hat, dann sagt er zum Beispiel, okay, jetzt greife ich ihn an. So, mit dem Wiesel, mit dem kleinen Wiesel, ne? Nicht mit irgendwie einer großen Einheit. Und dann deckt ihr quasi auf, okay, er hat das und das Gebäude. Und dann könnt ihr die dementsprechende Waffe erforschen. Das ist so den Tipp, den ich euch geben kann. So, und er hat natürlich eine scheiß Waffe gegen uns. Aber die Thermolenkraketen sind halt trotzdem sehr solide. Zwei Panzerpanther sollten einen seiner Gleiter vernichten. Von daher... Können wir jetzt ein bisschen chillen. So. Damit haben wir alles, was wir brauchen. Oh. So viel dazu. Naja, es ist noch ein Erkunder, auch wenn er keine Waffe mehr hat. Ist jetzt noch unser Erkundungspanzer. Und dann wollen wir uns die Zenitminen gönnen. Na, wollen ja ein bisschen spielen noch hier. Ich könnte jetzt auch einfach... Ich meine, ich habe jetzt 4 Panzerpanther. Die könnte ich jetzt sammeln. Noch mit ein, zwei Raketenbatterien noch sammeln. Dann schicke ich ihnen einfach 6 Panzerpanther. 2 Raketenbatterien, 4 Thermolenkraketen und dann baller ich ihn einfach weg. Dann wäre jetzt die Mission Ende. So, ich verkaufe meine Einheit. Ich noch ein bisschen was zurück. Könnte ich jetzt auch machen. Nein, unser Zenit ist... Nein! Unser Zenit stapelt sich. Scheiße. Jetzt habe ich Zenit verballert. Das war so boosted von mir. Ja, ja. Baller du mal auf meine Panzer. Ja. Hallo? 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 What the fuck? Hä? Wieso hat er mich gesehen, aber ich ihn nicht? What the heck? Also das mit dem Baller war gerade so ironisch gemeint. So ich dachte mir so, ja, baller ruhig drauf. Ich baller ja zurück so. Aber der hat ja nicht zurückgeballert, der scheiß Panzer. Jetzt könnte man denken, boah, du bist voll unterlegen. Aber ach, wir sind nicht unterlegen, Chris, wir sind überlegen. Alles fein. Es hat nur gerade dieses Unlucky, dass er auf mir wischen hatte. Guck, was für eine Reichweite der hat. Das ist lächerlich, weil er wahrscheinlich da oben steht. Keine Ahnung. So, jetzt hat er wieder 2 Einheiten for free verloren. Also wirklich for free, weil ich habe dafür nichts investieren müssen. So, dann bauen wir mal ein paar Geschütze rein. Dann können wir Richtung Pionierfahrzeug, Richtung Zielmine und die Fälle erobern, bla 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 bla. Ne? Weil die Panzer kriegen halt doch schon ein bisschen auf die Nüsse. Dann kann ich die gleich mal ein bisschen sammeln und die Minen verteidigen. Das ist what I like to see. Genau, hier.
Weil ihr seht ja, zwei Stück reichen ja, um unseren Gleiter wegzuballern. Mittlerer Geschützturm fertig gestellt. Ja, kann ich mich jetzt schon abziehen, weil der Geschützturm hält ein bisschen was aus. Kann ich mich jetzt schon zurückziehen. Dann unsere Base noch ein bisschen fixen. Freue ich mich drauf. Aber er tut weh. Ich vermute mal, er hat jetzt mittlerweile schon die Raketenbatterie. Weil er merkt, ey, das ist ein Panzer. Ich baller mal Raketenbatterien rein. Würde ich zumindest jetzt vermuten. Vom Schaden her, den wir bekommen. Ja, kommst du. Achso, warte, ich muss hier bleiben. Ich habe noch gar keine Geschütze, mich Idiot. Zack, weg ist er. Also, das sind halt normale Gleiter wahrscheinlich. Wenn ich ihn jetzt mit den drei angreifen würde, würde er ziemlich viel Schaden bekommen. Auf jeden Fall, safe call. Ich sehe den Chat schon wieder nicht, verdammt. Oh Leute, es tut mir leid, wenn jemand schreibt, ich sehe den Chat wieder nicht. Ich muss fixen. Ich habe ihn schon wieder. Schon wieder ist der unten drunter. Fuck. My bad, tut mir leid. Wenn jemand da ist, tut mir leid, ich schaue nach der Folge nach rein. Die ganze Zeit ist mein Chat irgendwo im Keller. Das ist so unlucky. Also auch wenn ich im Titel stehen habe, dass ich hier aufnehme und sowas. Da könnte man jetzt denken, okay, er geht nicht auf den Chat ein, weil er aufnimmt, aber... Ja, so ist das auch nicht gedacht, dass ich quasi gar nicht rede. Das ist jetzt nur gerade ein bisschen unlucky. So, ihr seht, wie unsere Base ist ziemlich klein und mickrig. Das wird sich aber jetzt gleich noch ändern. Wir werden noch ein bisschen ausbauen. So, so kann das nicht bleiben, so klein und mickrig, ne? So. Dann kann der noch ein bisschen tanken. Voila. Gut. Wollen wir mal. Die Mine hätte ich gerne. Da kommt er auch immer. Schon so ein geiler Sound, ne? Schon so ein geiler Sound. Er hat meine Gebäude gesehen, deswegen zielt er da immer drauf. Also er vernichtet sich quasi gerade ein bisschen selber. Nee, er hat immer noch Thermolenkraketen. Keine Ahnung. Also er macht halt sich das Leben selber schwer. Wir können jetzt hier mal unsere Truppen sammeln. Mal gucken, ob die beiden überleben, bis die ersten Panzerpanther eintreffen. Dann Pionierfahrzeug, die Mine einnehmen. Dann können wir da hinten die Mine einnehmen. Die ist sogar näher. Eigentlich müssen wir die einnehmen. Vor allem, weil da die ganze Zeit nichts kommt. Okay, noch ein bisschen näher, damit der da hinten das nicht nochmal tankt. Der sollte erst auf den hier zielen. Aber der Kurate schwächelt ein bisschen, finde ich persönlich, auf dieser Map. So, jetzt zielt er auf meinen vorderen Panzer, das ist sehr, sehr gut. Der hält nämlich einiges aus. Das stecken wir easy weg, weil jetzt kommt nämlich die Verstärkung. Der ist es schon. So, drei Stück und dann vor allem der. Dann das Pionierfahrzeug natürlich. Wir sind halt im Waffenvorteil so. Und seine Gleiter sind halt nicht verbessert. Normalerweise sollte eine Gleiterhornisse zwei Thermolenkraketen aushalten. Aber die sind halt unverbessert bei ihm. Keine Ahnung warum. I don't know why. Also ist halt übelst bad so ein bisschen. Panzer, Panther, fertiggestellt. So. Können wir das machen? Können gleich das machen? Kürzeme brauchen wir nicht, weil wir hier unsere Panzer sammeln. So, es juckt uns nicht. Es ist halt ziemlich einfach so. Keine Ahnung. Also, wir hatten einfach nur Glück oder... Was heißt Glück? Wir haben kein Glück. Ich brauche kein Glück, um das Spiel zu spielen. Hashtag abgehoben. Er ist halt dumm so ein bisschen. Also, warum checkt er nicht, dass er nicht vorankommt und verbessert seine Hornissen und geht auf die Raketenbatterie? Es bringt ihm gerade überhaupt nichts weiter die Einheiten zu produzieren. Er hat nichts davon. Er verballert gerade über 1000 Tonnen Zenit für eine Einheit, die null Stich hat. Vor allem, weil ich jetzt hier meine kleine Panzersammlung habe. So. Also, er hat ja nichts davon. Nada. Nirado. Fidado. Nix, nixe. Er hat einfach nichts davon. Einfach nichts.
I don't get this. Logic. Ey, Golgatha, was machst du? Oh mein Gott, da kommt ja meine Lieblingsmission. Also diese übelst krasse, wo du mit Pionierfahrzeug anfängst. Die ihr kennt, die ich schon häufig erwähnt habe. Wo du doch mit, oh, wie heißt das? Jetzt komme ich gerade nicht drauf. Wo du, also du fängst Pionierfahrzeug und mit einem Chip Wiesel, glaube ich, an. Genau, und dann hast du doch übelst viele Rohstoffe auf dem Map. Übelst viel Zenit, also mega viel Zenit. So richtig OP Zenit so. Ah, hey, Raketenbatterie. Man lernt. Ja, I'm happy now. Er wird eine Gefahr werden. Nice. I'm happy now. Ja, das freut mich. Also das sehe ich gar nicht negativ an. Ganz im Gegenteil, das sehe ich positiv an. I like this. I like this really hard. Also das ist cool. Ha? Das finde ich cool. So, damit er aber uns da nicht komplett alles wegballert, wehren wir uns natürlich, nicht wahr? So, mit Panzer. Oh. Weil der Turm tut halt schon weh. Die Waffe tut schon weh, die Raketenbatterie und der Raketenwerfer. Aber wir haben eine recht hohe Sichtweite, also es passt schon. Wir werden jetzt nicht so viel Panzer produzieren. Für die, die sich fragen, warum spielst du so selten mit den C-Kategorie-Einheiten? I don't like this. Also ich mag sie wirklich nicht. Das ist der einzige Grund. Ich hasse die großen Einheiten. Super, super hart. Ich benutze sie sehr, sehr selten. Das sollte aber auch schon echt sowas von offensichtlich sein, dass ich die nicht mag. Ich mag einfach die B-Einheit viel mehr. So. Wir schicken jetzt immer Besuch. Dadurch... Oh, oh, okay. Hier kamen wahrscheinlich zwei Gleiter hintereinander an. Aber das ist gut. Dadurch hat er hier das hier wahrscheinlich gesehen. Und wird darauf jetzt zielen. Das heißt, meine Geschütztürme können die anderen Gleiter einfach gleich abfarmen. So, da seht ihr. Ja, das passiert jetzt, wenn er auf die Raketenbatterie geht. I like this, das ist echt gut. Ich wollte ja auch eine Herausforderung. Wir produzieren nichts, wir verbessern die Tritiumpumpleistung, das ist sehr gut. Die brauche ich nämlich, ich habe Strommangel. Strom, ich brauche Strom, mate. Strom, you know? We have no energy, es ist rot. It's a orange. Verbessern wir die Mine. So, jetzt gucken wir mal, ob er jetzt hier auf das Pionierfahrzeug oder auf die Mine zielt, weil das wäre einfach Free Kill für mich. Das heißt, jeder Gleiter macht nichts. Mal gucken. Ne, er zielt noch auf mein Geschützturm. Das tat sogar weh. Holy shit. Das tat sogar weh. Also richtig weh. So, machen wir unsere Base ein bisschen größer hier. Zielt wird schon besser. Dann schicken wir nochmal einen Panzer raus. Dann noch überlebe ich das wegen Easy Peasy. Verbessern nochmal die Mine. Wir haben drei Minen und jetzt verbessern wir die auch noch. Also wir werden richtig ausrasten. Und wir gehen komplett für die Panzer. Ne? Also wir gehen hier nicht jetzt noch auf Walker oder Kleider, sondern das ist die Panzerrunde. Panzerrunde. So, jetzt wird's schlimm. Jetzt brauche ich den da. Jetzt muss ich mich beeilen. Der Turm kann fallen. Dann verliere ich meine Mine. Aber I believe, das wird noch. Wir produzieren jetzt so viel. Das sollte kein Problem sein. Also der wird jetzt qualmen. Und danach habe ich aber wieder meinen zweiten. Ah ne, der zielt sogar darauf. Der zielt sogar darauf. Problem ist nur, der Geschütze hier ist im Weg gewesen. Der tankt das halt volle Möhre. So, jetzt zielt er auf die Mine. Jetzt sollte es safe sein. Gut, die Mine ist auf Stufe 2, die Pumpe noch nicht. Würde ich sagen, ballern wir die Pumpe nochmal auf 2, nehmen nochmal ein Kraftwerk und eine zweite Panzerfabrik und dann ist er over. Game over, der Golgatha. Dann wird er aus dem Leben eliminiert. Habe ich noch was zu trinken? Nein. Sehe ich den Chat? Nein. Bin ich im Aufnehmen? Ja. Ich wollte nicht so viel Nein reinhauen. An der Zeit wird es frustrierend. Geht's mir gut? Ja. Trinke ich etwas? Ja. Habe ich etwas zu essen? Ja.
Okay, Schluss jetzt. Ist die Aufnahme beendet? Nein! Jetzt hör mal auf, Mario, Mann, das nervt. Wie so ein Kleinkind, Mann. Junge, der schießt auf mich. Siehst du das nicht? Bist du blind? What are you doing, mate? I don't know, I don't know, I don't know. I don't know, I don't know, I don't know. I don't know, I don't know, I don't know. Okay, ich hoffe. Ich, aus irgendeinem Scheiß habe ich das zu mein Gehirn. Es arbeitet, Leute. Und wenn mein Gehirn arbeitet, ist das was Schlechtes für euch. Gut. Jetzt ist er aber Game Over. Jetzt ist er Game Over. Was soll ich denn tun? Ich kann nicht mehr. Leute, ich kann es nicht noch länger in die Länge strecken. Jetzt ist vorbei. Kommt der jetzt echt hier? Der sucht neue Wege. Der hat gerade neue Wege erkundet. Habt ihr das gehört? Zack, krass, der ist bis hierhin durchgekommen. Der ist ganz sneaky. Der ist irgendwie hier ganz sneaky so. Krass. Interessant. Der ist so richtig intelligent. So, wenn wir 2000 Zenit haben, schicken wir einen Ionenwerfer und eine Thermolenkrakete raus. Das machen wir jetzt immer abwechselnd. Das heißt, alle 2000 Zenit kriegt er quasi Besuch. Und dadurch, dass die Panzerfabriken generell weit entfernt stehen, ist das geil. Natürlich passiert dann sowas. Könnte jetzt hier auch noch Geschütze hinballern. Wäre sogar eigentlich wichtig, aber pff, warum? Wie gesagt, die Panzerpanther von hier hinten kommen ja auch. Da, hier, da. Und wenn die halt dann so aufeinandertreffen zu zweit, dann wird es ihm echt wehtun. Da kann er ruhig hier ankommen. Das macht nichts. Solange er die Pumpe sieht, ist alles fein. Unsere Gebäude werden beschossen. Ist er da noch? Oder ist er jetzt wieder weg? Ja, das ist der Ionenwerfer jetzt, der ihm die Hölle heiß macht. Das ist der hier. Wenn der halt durchkommt, ist over. Und deswegen ja auch immer die abwechselnden Einheiten. Weil ich so eine riesen Reichweite habe. Seht ihr, guck. Warte, überlebt das nicht lange. Diese Doppelbelastung, die ich ihm jetzt quasi schicke, ist halt sein Untergang. Und der hat sie immer noch nicht verbessert. Holy shit. Guck, da kommen die nächsten zwei. Und die nächsten zwei, und die nächsten zwei, und die nächsten zwei, ja. Gut, damit hätten wir die Runde auch beendet. Deswegen mag ich diese Einheiten. Also, ihr könnt mir gerne schreiben, wie ihr das... Oh, da bin ich geplatzt. Gerne reinschreiben, wie ihr das so seht, wie ihr das so möchtet, mögt, habt, hättet, gerne, wollen, würden. Keine Ahnung. Du sollst da eigentlich nicht raus. Aber noch lebt seine Kleiderfabrik. Die will ich eigentlich wegballern, damit seine Kleider mir nicht mehr auf den Sack gehen. Yes! Erwischt! Weil er sammelt die hier und das ist halt ein Nachteil für mich. Genau deswegen. Wir schicken aber weiter Einheiten raus. In der Hoffnung, dass er gleich die Kleider wegschickt. Und ich dann nur noch gegen seine Geschütze mal ankommen muss. Da, seht ihr, da hat er wieder einen weggeschickt. Das heißt, er tötet sich jetzt gerade selber. Okay, warum ich den jetzt dann zu spät gesehen habe, weiß ich nicht. Fuck, Mann, Alter. Ja, zwei Raketenbatterien halt, ne? Was will ich mit? Da mache ich gar nichts gegen. Gegen zwei Raketenbatterien mache ich leider nichts. Er muss halt die Kleider erst wegschicken. Sonst bin ich da RIP in Peps. Solange der die Kleider da hat, kriege ich ihn nicht. Wieso schießt ich nicht? Okay, ich habe geschossen. Sehr schön. Jetzt zählt nur noch einer. Die Geschütze sind halt nicht das Problem. Die Kleider sind das Problem. Dann können wir nämlich das hier machen. Das können wir jetzt machen. Es geht aber erst, wenn die Geschütze weg sind.
Eieiei, der wehrt sich ja noch richtig. Was mache ich denn da? Jetzt habe ich ihn. Jetzt habe ich ihn. Jetzt ist er down. Yes, nice. Jetzt kommen nämlich die Panzer, die gegen seine Bewaffnung, gegen seine Verteidigungstürme gut dastehen. So. Ja, da kann er so viele Geschütze mitbauen, wie er will. Ja, ist gut. Meine Raketenbatterien, wo sind die eigentlich? Ah, da kommt der erste. Und ich habe jetzt, glaube ich, schon 4 oder 5 produziert, ne? Klar, der muss immer nachladen. Noch besser wäre jetzt die Zwillingskanone. Aber es ist trotzdem okay, was wir machen. Es ist trotzdem okay. Weil, schaut euch den Schaden an, den die Türme hier bekommen. Der hier, den haben wir gerade fast von Full auf Zero geballert. So, was er hier macht, ist komplett dämlich. Also klar, er baut jetzt Dingos. Er hat jetzt gerade 2 Dingos gebaut. So, lass mich das in Zahlen ausrechnen. 2 Dingos. So, er hat jetzt 740 Tonnen Zenit ausgegeben für 2 Einheiten, die ich instant gewone-shottet habe. So. Es war jetzt null. Null war für diese Einheiten zu produzieren. Mit dem Zenit hätte er quasi jetzt ein Kraftwerk gehabt wieder. Was er nämlich braucht, weil seine Gebäude keine Energie haben. So, warum produzierst du 2 Dingos, wenn du quasi Geschütze hast, die genau das gleiche tun, nämlich feuern auf meine Panzer. So, aber sie nicht feuern, weil du keine Energie hast. So. Die Dingos hätten ja sogar noch Sinn gemacht, wenn er wenn er die in der Base gelassen hätte. Aber er hat sie ja quasi einfach so in den Tod geschickt. Genau, was ich about I mean? Er hat seine Dingos gerade einfach in den Tod geschickt. So. Hier, nimm die! Ich brauche die 740 Zenit nicht. Nimm sie dir. So kam es gerade einem vor, ne? So hat er sich einfach mir ergeben. Ja, das hätten wir auch geschafft. Oh, cool, die 2 Missionen kommen. Dann habe ich den 2. One endlich durch. Hätte ich ja nicht gedacht, Alter. Krass. Jetzt, wo ich wieder so viel aufnehme, geht es ja richtig rund. Mann, ist das geil. Militärisch gesehen haben wir produziert 60 Einheiten der Golrate. Ja, wir hatten ein bisschen viel zum Zerstören. Wir nur 48, hat man gar nicht gemerkt. Dafür haben wir wesentlich mehr zerstört. 26, er nur 16. Und wir haben fast das Doppelte an den Punkten. Wir haben mehr als das Doppelte. Militärpunkten. Ja, easy. Wirtschaftlich gesehen sind wir auch stärker gewesen, aber nicht so viel stärker. Liegt da, obwohl wir hatten 2 Minen mehr. Aber da sieht man einfach, gefördertes Zenit gibt gar nicht so viele Punkte. Also ich finde den Unterschied nicht so krass. Mehr aufgedeckt haben wir auch. Aufklärung. Komisch. Ich hätte gedacht, wir hätten wesentlich mehr Punkte Abstand. Gut, Leute. Dann bis zur nächsten Folge. Ist die nächste 2-Mission. Vielen Dank fürs Zusehen. Tschüss, Kowski.